Hängen Sie den BH wieder auf den Bügel. Aber warum? Ich mag den hier wirklich. Weil er Ihnen nicht passt. Also, haben Sie dieses Modell in meiner Größe? Nein, wir haben nur normale Größen. Normal. Also bin ich nicht normal? Nein, 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 nein. So hat sie das nicht gemeint. Natürlich sind Sie normal, Miss. Bei Vito Romano gibt es viele Modelle, die Ihnen perfekt passen werden. Ja, wir haben nur keine Größen mehr für dieses Modell. Aber das sind Standmodelle. Ich bringe Ihnen das richtige Modell vom Lager, okay? Okay, dann machen wir das so. Courtney, kann ich kurz mit dir reden? Okay. So hat sie das nicht gemeint? Hast du den Verstand verloren? Das hätte in die falsche Richtung gehen können. Ich wollte nur helfen. Helfen? Okay, jetzt hör mir mal zu. Du arbeitest in einer Luxusboutique, die Elite der Gesellschaft bedient. Die schlanke Elite der Gesellschaft. Aber Leute wie sie gefährden das Vito Romano-Image. Du bist nur eine Praktikantin. Du hast keine Ahnung, wie hier alles funktioniert. Verstanden? Es tut mir leid, okay? Okay. Obwohl, da du ja so sehr diesem Nilpferd helfen willst, hier ist er, der perfekte BH für sie. Ist er nicht defekt? Defekt, ja und? Aber wir können keinen defekten BH verkaufen. Wer sagt, dass wir ihn verkaufen werden? Du hast den Mist gemacht, kümmere dich darum. Aber ich werde keinen defekten BH verkaufen, das ist nicht richtig. Schätzchen. Du bist ein Niemand hier. Und ich bin eine Spitzenverkäuferin bei Vito Romano seit 10 Jahren. Verstehst du? Nicht wirklich. Ein Wort von mir an die Geschäftsleitung und du bist raus hier. Kapiert? Klar. Braves Mädchen. Jetzt geh und hilf der Kundin. Er hat bereits ein passendes Modell für Sie gefunden, Miss. Oh mein Gott, er ist perfekt. Ja, es ist Ihre Größe, Miss. Danke. Kann ich ihn anprobieren? Das ist nicht nötig. Vertrauen Sie mir, er wird Ihnen stehen. Nun, ich weiß nicht... Kann ich ihn einpacken? Sie haben recht. Der BH ist perfekt. Ich nehme ihn. Wunderbar. Courtney begleitet sie zur Kasse. Courtney, komm bitte her. Ich brauche deine Hilfe. Siehst du diesen BH? Weißt du, wie man ihn besser macht? Wie? Zack. Voila! Nimm alle Modelle aus dieser Reihe und ändere die Preisschilder. Um das Dreifache. Ist das der Auftrag von jemandem? Ja. Meine. Wir können extra Geld an dummen Männern dazu verdienen, die herkommen, um Geschenke für den Valentinstag zu kaufen. Aber das kann ich nicht tun. Du kannst das nicht? Dann wird der Manager erfahren, dass du die arme, fette Frau betrogen hast. Ich tat es auf deine Anweisung hin. Ach, welche Anweisung? Dein Name steht auf dem Scheck, Baby. Also, du hast 2 Optionen. Die erste Option, du wirst wegen Betrugs gefeuert und niemand wird dich mehr einstellen in dieser Stadt. Oder mit mir etwas Geld dazu verdienen. Ich nehme keinen einzigen Cent von diesem Betrug. Wie du wünschst. Mehr für mich. Hallo. Guten Tag, Sir. Entschuldigung, Miss. Können Sie mir helfen, Unterwäsche für meine Frau zu wählen? Natürlich, Sir.
Ich glaube, der hier ist perfekt. Meiner Frau wird er gefallen. Der Preis weist auf hohe Qualität hin. Er wirkt sehr teuer und hochwertig. Was meinen Sie? Ja, dieser BH ist gut, aber... Sir, möchten Sie vielleicht ein anderes Modell? Nein, ich denke, dieser hier ist perfekt. Aber dieses Modell kostet $300. Ja, ich verstehe. Wissen Sie, ich möchte nur das teuerste Modell von Vito Romano für meine Frau. Sie liebt wirklich das High-End-Zeug. Und sie liebt die Marke Vito Romano. Okay. Gehen wir zur Kasse? Natürlich, Sir. Wissen Sie, meine Frau und ich durchleben gerade eine schwere Zeit in unserer Ehe. Oh, das tut mir sehr leid zu hören. Also möchte ich etwas Schönes für Sie tun. Ich wollte etwas schenken, etwas Exklusives, etwas Teures, um mir zu zeigen, wie sehr sie mir am Herzen liegt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wie meinen Sie das? Das ist ein guter Kauf, oder? Ich meine, die Preise hier sind ein bisschen anders. Anders? Warum? Es scheint mir... Oh, ja. Ja, der eigentliche Preis für dieses Modell ist sehr viel niedriger. Das ist ein günstigeres Modell. Der Preis wurde wohl falsch berechnet. Okay, und was ist mit dem? Nein, das ist auch nicht das richtige Preisschild. Verstehe. Was ist mit diesem hier? Oder dem hier? Sehen Sie, Sir, alles in diesem Laden ist überteuert. Ist es wirklich ein Fehler von jemandem oder eine böswillige Absicht? Eine böswillige Absicht, Sir, aber bitte erzählen Sie es nicht weiter, sonst wird mich die Hauptverkäuferin feuern. Oh, ich verstehe. Kann ich bitte die Hauptverkäuferin sprechen? Karen, der Kunde hat nach der Hauptverkäuferin gefragt. Ja, klar. Wie kann ich helfen? Es ist so, ich habe ein großes Budget für ein Geschenk für meine Frau und ich möchte ihre gesamte Unterwäsche erneuern. Mhm. Und sie kennt sich gut damit aus und ich will es nicht vermasseln. Okay, sicher. Was sind Ihre Maße und Ihr Budget? 130, 99, 127 und das Budget $3000. Und ich möchte, dass eine Spitzenverkäuferin wie Sie das ideale Set für Sie findet. Sicher. Natürlich, Sir. Vielleicht gefällt Ihnen dieses Modell und dieses Modell auch. Und das wird ihr gefallen. Das i-Tüpfelchen, unser besonderer, durchsichtiger, roter BH. Sehr sexy. Sieht so aus, als hätten Sie viele Optionen für meine abnormale Frau. Oh, das ist Vito Romano. Und wer ist das mit ihm? Und das ist auch Vito Romano. Und die Person auf dem Foto ist meine Frau, die Sie gedemütigt haben und dann eine Praktikantin gezwungen haben, ihr einen defekten BH zu verkaufen. Vito Romano. Nein, nein, nein. Sie verstehen alles falsch. Sie lügt Sie an. Warum hat sie sich dann geweigert, mein überteuertes Produkt zu verkaufen? Nein, ich wollte nur der Marke helfen, mehr Geld zu verdienen, um die Finanzkrise zu überstehen. Okay, ich habe eine bessere Idee, wie Sie uns helfen können, die Finanzkrise zu überstehen. Wie? Wir senken die Personalkosten. Genau. Sie. Beginnend mit Ihnen. Lassen Sie sich nicht von anderen in die Irre führen, okay? Tun Sie, was Sie für richtig halten. Ja, Sir, es tut mir so leid. Es ist mir so peinlich. Ich werde so etwas nie wieder tun, das verspreche ich. Ich glaube Ihnen.
enttäuschen Sie mich nicht. Hauptverkäuferin Courtney.